Wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich muss echt sagen, es war eine angenehme Nacht. Man hat nicht geschnarcht. Und hier sieht es aus, als wäre nie irgendwas vorgefallen. Also. Ist doch auch nicht. Hast du dir eigentlich schon mal die Zähne geputzt, seit wir unterwegs sind? Der Mann hat eine Zwangssucht. Ich gehe frisch in Flammen auf. Bevor du eine Träne weinst, gehen wir alle drauf. Nur für dich. Klopapier ist alle, ich muss so unfassbar mein Gedärm entleeren. Und irgendwie funktioniert die Herdplatte nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir wollten uns eigentlich nur was kochen. Ich glaube, wir müssen raus. Ja, die wollen hier reinigen. Also. Aber es geht ja nicht, wenn wir hier sind. Sehr interessante Waren, wie zum Beispiel Plastikstrohhalme, werden auf diesem Markt hier verkauft und angeboten. Ich muss immer noch massiv kacken. Ah, Starbucks. Die Frau hätte ich gerne im Nest. Das macht Schreierei. Junge. Leckere Arbeit. Können wir die bitte mitnehmen? Nein. Ich mag die echt. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Aufenthalt hier in Antwerpen. Der Staatsfestsaal ist die Mall. Und hier flüchten wir vor dem schlechten Wetter und wollen unsere Därme entleeren zum Frühstück. Was für ein schöner Ort. Das nenne ich mal ein Einkaufszentrum. Alter. Boah. Jo. Hoho. Das ist doch einfach nur geil. Boah, und das ist jetzt mein Frühstück, ein schöner Chai Latte mit diesen Köstlichkeiten. Und dann gibt es hier hoffentlich irgendwo eine Toilette. Weil dieses Ding hier, das ist wie so eine richtige Durchspülung meines Traktes. Und dazu noch sehr köstlich. Gottverdammt, ist das schmackhaft. Da gibt es wirklich krasse. Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber es ist so lecker. Also Empfehlung geht massiv raus. Und ist auch preislich im Rahmen, absolut. 100 Scheißhäuser, na endlich! Ich brauche nur ein einziges, Mann! Alter, Scheiße! Bin ich in der Koffermädchen oder was? Ja, genau das! Was ist denn das jetzt hier? Jetzt braucht man ein Toilettenticket mit... Alter, ich werde mich noch wahnsinnig. Ist das hier irgendwie ein Erlebnisdingsbums? Junge, was zum Geier! Ja, man kann hier noch Proteinriegel kriegen und Energies. Ich will ja nur kacken, Mann! Du musst was kaufen oder kannst du rein? Nee, Junge. Endlich. Es ist soweit. Es gibt allen Ernstes hier nur zwei Toiletten. Und die sind einfach beide besetzt. Das ist hier irgendwas anderes. Und das ist ein Pissoir. Es ist einfach unfassbar. Wirklich. Nee. Ich glaube, ich hab's verdient. Der Mann verbrennt gerade Kalorien beim Treppensteigen. Ja, komm, eine halbe Kalorie hast du schon. Weiter. Viel zu viel Kalorien, Junge. Das ist viel zu viel Kalorien. Ach nee, das schmeckt so. Und der Mann führt sich noch das Wasser auf. Ja, die Frage ist, welche Quote gilt, wenn ich mit dem Kopf nicht hoch und runter renne? Also ich habe bis jetzt wie viel Kalorien verbrannt? Du hast wieder mal alles kaputt gemacht. Schönen guten KGB. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 2 Stunden rumzukriegen. Und ja, Junge, scheiß nie in die Hand, die dich füttert. Ah lol, da kann man wirklich seine Hand rein. Alter, es ist schön, wie diese Statue auch Anklang findet bei den Touristen. Wie geht's denn dir eigentlich so? Du hast schon wieder eine neue Web. Ja. Bist du eigentlich glücklich vergeben? Nee, warum? Wie viel muss man mindestens wiegen, um sich bei dir bewerben zu dürfen? Mindestens 50 Kilo. Du hast der Diabetes. Nee, der August. Ja gut, der ist eigentlich schwierig. Der Diabetes wisst ihr einfach nur sinnlos im Müll rein. Es muss nicht mehr sinnlos Müll reingefressen werden. Hier gibt es auf jeden Fall Hot Chip Challenges, aber das hier kenne ich noch gar nicht. Blue Diamond Almonds Carolina Reaper. Hottest. Nehme ich mal eine Tüte mit. So, das war mein Einkauf. Das nehme ich mit nach Hause. Ich sammle mal wieder Zeug für ein neues Video demnächst.
Und es gibt Super Elixier von Marvel. Was hier alles drin ist, ist einfach nur krank. Arizona. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Das sind ja ungefähr so die Sachen, die drin sind. Also ich freue mich auf meinen Herzinfarkt. Geschüttelt habe ich es schon. Oh, das schmeckt auf jeden Fall, als würde es mein... Oh, Junge! Was soll denn das jetzt? Ja, genau das Gleiche passiert in deiner Nase, wenn du wieder mal eine Bahn gezogen hast. Alter. Als würde es mein Leben um 5 Wochen verkürzen, Junge. Alter, schmeckt das geil. Joghurtgeschmack. Du bist Joghurt, ich bin das Merkfett. Probier doch einfach mal. Nein! Ich will noch ein bisschen leben. Du bist der größte Zuckerfresser von allen. Junge, ja. Ist das widerlich. Das schmeckt übelst geil, finde ich. Ich mag ja Joghurt-Scheiße. Ne? Ihr verdammten Gangstalker, warum müsst ihr mich denn überall verfolgen, wo ich bin? Mir reicht's langsam. Bald ist es soweit. Der Tag X rückt immer näher. Mir reicht's endgültig mit euch. Das kann nicht wahr sein. Wir sind jetzt in einem Michelin-Stern ausgezeichneten Sushi-Restaurant. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass ich endlich mal Seeigel probieren kann, aber es ist leider aus. Das ärgert mich sehr. Ach Mann, aber trotzdem geil. Mann, ich will einfach mal endlich Seeigel essen, die haben es auf der Karte. Und natürlich ist es heute ausverkauft, wirklich hier. Naja, egal. Ich habe trotzdem eine sehr schöne Nigiri-Auswahl getroffen. Und das ist mal angemessen auf jeden Fall. Selbstverständlich ist in so einem Fall der August direkt weg. Naja, so ist es halt. What do you drink? Like today for you? What do you have? Feinster grüner Tee und Miso-Suppe. Das ist der verdammte Lifestyle. Gott segne erlaube Soßen. Hier wird das Mittagsmenü genossen. Das sieht sehr wild aus. Das ist mal echter Unagi hier. Fettiger Thunfisch, also irgendwie einfach nur als Fett-Thunfisch. Gelbflossen-Thunfisch. Fetter-Thunfisch. Ich habe wieder vergessen, was es ist. Aber es wird auf jeden Fall alles sehr gut schmecken. Junge. Da sieht man direkt, dass die den frisch geriebenen Meerrettich einfach schon unter Sushi machen, so wie es sich gehört. Braucht man gar nicht weiterreden. Ich möchte den Sushi-Meister beblasen. Ja. Richtig geil. Boah. Alter. Gut. Ohne Scheiß. Das war es, aber richtig krass. Richtig krass. Ich werde diesen Meister beblasen und ich meine ausnahmsweise mal nicht ihn. Wie kann man sich über so wenig Essen so freuen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, mehr hast du. Jetzt weiß ich wieder, was das hier ist. Das ist Krabbenfleisch, so Taschenkrebs. Sehr, sehr schmackhaft. Mm. Ist das Hodenkrebs? So, jetzt wird's fertig geschnitten. Aus, du hast nur einen USB-Anschluss hier, ne? Ich hab nur noch Lightning-Scheiße. Und es geht nach Eindhoven. Holland, hey, Blueberry Haze. Gute Nacht, mein Engel. Junge, der Mensch schläft einfach im Bus, das macht mich so geil. Konto. Von dem Zimmer, was wir verwüstet haben? Von dem Zimmer, was wir vernichtet haben. Geil. Aber es sah trotzdem schön genug aus, um die Konsum wieder zu kriegen. Ist doch schön, oder? In der Tat. Also hast du jetzt eine größere Aufgabe beim nächsten Zimmer? Ja, da haben wir eh gerade noch nicht mal kurz hier unterlegt. Das ist ja noch mehr egal. Ausgezeichnet. Auf ins Hotel. Also ich muss sagen, diese Stadt macht schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist geil. Yes. Yes. Cool. Lekker cool. Here we go. Also one? Yeah, close for me, please.
it's not allowed, but whatever. God bless you. Thank you, bye bye. Weißt du, was eigentlich der einzige Grund ist, dass dieses Getränk in dieser Ausführung existiert? Dass ein gewisser Mr. Diabetes mit seinem Essverhalten weltweiten Zuckermangel sorgt. Was für eine wirklich schöne Stadt. Und in dieser Straße ist natürlich unser Hotel. Das wurde selbstverständlich nicht zufällig ausgesucht. Ah, Junge. Hier ist natürlich aus reinem Zufall unser Hotel bzw. unsere Ferienwohnung. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. So, hier ist der Schlüssel von der Türe. Auf euer Wasser ist das Wi-Fi-Passwort. Dankeschön, Dankeschön. Das Badezimmer ist oben links. Hier ist auch eine Toilette. Frühstück ist dort. Geil, Alter. Von 7 bis 11. Okay. Bis 11, perfekt. Wenn ihr das Event habt, glaube ich eher 11. Okay, und Checkout? Das Internet hier ist auf jeden Fall sehr gut. Das ist erfreulich. Kann ich meine massiven Dateien hier hochladen. Und es gibt ein Gemeinschaftsbad. Das ist jetzt eher nicht so mein Ding, aber ja, dafür ist das sehr, sehr nice. Okay. Juh. Egal wie schön sie ist, es gibt hier auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr stark missfällt. Und zwar, dass man hier nicht abschließen kann, wenn man das Zimmer verlässt. Man muss leider einfach nur vertrauen. Die Besitzer sagt so. Okay. Also doch, abschließen. Nee, nehmen wir mit, jetzt kommt keiner rein. Die Frau, die dreht durch, bitte. Nee, jetzt kommt keiner rein, ist doch perfekt. Na dann. Was hat er gemacht? Oh, das bitte hör doch jetzt auf, irgendeine Scheiße zu machen. Was hat er jetzt gemacht? Ja, jedenfalls muss ich mal sagen, also wenn ihr sicher leben wollt. Ich will Scheiße machen. Und wenn ihr Wert auf eure Privatsphäre und Wertsachen legt, dann ist das ja auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Gefällt mir wirklich nicht, ich habe auch gerade mit der Frau gesprochen, aber wenn in 7 Jahren nichts passiert ist, dann wird heute natürlich auch nichts passieren. Es ist nicht zu empfehlen, ihm die Reiseplanung zu übergeben. Naja, für 115 Euro die Nacht zu dritt ist das schon sehr fair, also. Wir können aber ein paar tausend Euro verlieren. Das Risiko, Bruder. Wenn man hier in Urlaub fährt, verliert man automatisch Geld. Und das ist keine Chance, sondern eine Tatsache. Und vor allem den Verstand. Du hast doch 50 verschiedene Headshops ausgesucht. Das soll nicht so gut sein, aber so ein Alter. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, Junge! Mein Herz! Alter! Wir waren gerade in diesem wunderbaren Geschäft hier und haben gewisse Dinge erworben, mit denen wir heute noch Freude haben werden. Statement? Ich habe mir nichts geholt. Das Einzige, was ich mir holen werde, ist euren Verstand. Da hast du jetzt gerade so einen Muffin reingehauen, der Penner. In einer Stunde wird er so klatschen. Schön wäre es, Alter. Ich wünschte, es wäre so. Nee, ich hasse euch beide. Hör auf mit diesen Lügen. Der Gastgeber hat sich für ein Mittagessen hier entschieden. Alter. Das sieht wirklich absolut widerlich aus. Scheiße, sieht das eklig aus. Egal, wir probieren es. Wie kommst du drauf, dass das jetzt hier verspeist? Ich habe diese Automaten immer. Ich will jetzt dann hier eine Zigarette rauchen. Zigarette, ja genau. Geht schon. Für 2 Euro. Ja. Weißt du, was ich bei McDonald's? Das ist keine Kunst. Wie es scheint, gibt es ja auch Leergut. Gut zu wissen. Das ist wirklich nicht schlecht. Was haben wir hier Feines? Naja, habe so frittierte Reisdinger hier verspeist. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist geil. Sind die aber pur oder mit Tabak gemischt? Oder mit Kräutermischung? Das ist ohne Tabak mit so einem Tabakersatz. Tabakersatz, ja. Weil ich jetzt schon gehört, 7 Euro ist wahrscheinlich ein bisschen billig. 6 Euro. Wenn du dich wegen dem Rauch beschwerst, dann gehst du jetzt hier in die Ecke. Ich geh dir auf den Sack, Alter. Nee. Auf der Suche nach Nahrung, wie eigentlich den ganzen Tag. Und jetzt wird eingekehrt in ein ehrenwürdiges asiatisches Restaurant und das sieht vielversprechend aus. Was? Vielen Dank für die Info.
Und ich jag mir jetzt diese authentische chinesische Kost in die hohle Birne. Und es ist einfach immer wieder ein Vergnügen zu spüren, wie der Shit ballert. Das Chili ballert, ja. Das ist scharf. Hallo. Die asiatische Mahlzeit war sehr, sehr schmackhaft, leider ziemlich kostspielig. Aber man lebt ja nur einmal. Und wir haben gerade Flixbus-Tickets bestellt, weil in Deutschland ja ab Sonntagmittag irgendwie kompletter Streik ist für alle Züge. Und das macht mich sehr wütend. Und das war es eigentlich auch. Junge, das Logo dieses Pubs sieht aus wie der Elefantenmensch. Soll das Hopfen sein oder soll das ein Hundegesicht sein? Oder soll das wirklich der Elefantenmensch sein? Junge, das ist der Elefantenmensch. Passen Sie auf, was Sie hier essen. Der Elefantenmensch! Fleisch und Pizza. Es wurde gerade nachgelegt, das ist einfach nur schön. Ja, Holland ist immer wieder eine feine Sau. Mahlzeit! Warum sind die Leute so schlecht, auf uns Touristen zu sprechen? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht, weil wir keine Sonnenbrillen tragen. Das macht es mir aber schwer, das Auge zu erreichen. Die will ich in Amsterdam nochmal essen, aber da gibt es nämlich richtig im Lokal. Die habe ich noch nie gegessen. Du hast noch nie. Bitterballen habe ich noch nie gegessen. Das sind aber nochmal andere Bitterballen, da stimmt irgendwas noch davor. Bitterballen und davor. Kannst du mir bitte einen einführen? Na, wenn schon so. Mit Senf oder? Ein ganz kleines bisschen. Okay, ich warte aber noch kurz, bis es kalt ist. Also das ist kalt, lauwarm. So, jetzt gibt es nochmal eine Mahlzeit. Also schön, dass ich von allen am meisten fresse und glaube ich das erste Mal mit meinem Fressen in den Block geschafft habe. Sehr schön. Eierköken. Eierköken. Du isst zwar viel von der Menge, aber du isst sehr selten. Das stimmt, aber ich esse halt nicht den abgehobenen Scheiß, den ihr fresst. Soll ich dir mal zeigen, wie das Ding hier abhebt? Geil, Alter. Jetzt verstehe ich auch, warum ich das nicht esse. Das ist ja Kuchenboden. Das ist einfach Tucken. Das ist purer Tuckenboden. Kannst du mir bitte? Was soll denn das? Das bestreichst du doch mit irgendwas. Was gibt's bei dir? Ja, Briochebrötchen. Also Burgerbrötchen, so nichts Süßes. Und dann habe ich mir Tubenkäse gekauft. Was ist das? Tubenkäse. Warum ist das so weiß? Das ist ja Mayonnaise. Max, soll ich mal zeigen, wie man das total veredeln könnte, sodass man es für 10 Euro verkaufen könnte, wenn die Feuerrose das machen würde. Probier mal, warte. Kannst du bitte... Jetzt habe ich meinen Finger. Halt das mal bitte fest. Richtig süß, danke. Ein bisschen wenig, ja. Ja, doch, das ist gut so. Das will ich einfallen. Das schmeckt ja verschimmelt auf Butter. Oh, kannst du mir das mal kurz beschreiben, wie das schmeckt? Ja, hab ich doch gerade, das ist mein Ernst. Oh, Alter, kann man sowas ernsthaft unironisch essen? Nee, unfassbar. So, jetzt gibt's feinstes Huu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 u
Jetzt müssen wir schon wieder stehen und dieses Laute, das ist, Alter, das ist brutal. Das ist echt schlimm, ja. Du bist so süß. Ja, danke schön. Ich halte, das ist alles schlimm hier mit dem Auge, ist schlimm, eigentlich. Nein, das ist Quatsch, das ist ein guter Mann. Ja, das ist jetzt schlimm gerade. Aber vor allem, weißt du, es wäre nicht so schlimm, wenn wir rausgehen. Aber warum dürfen wir nicht mal rausgehen? Das ist scheiße. Weil sonst hätten wir die Vorband kurz überspringen können und dann erst zu Eisbecher gehen können. Ja, März wird es auch nicht schlecht. Auch, ich muss erstmal ein bisschen Luft. Noch was zum Essen holen. Das ist ganz wichtig. Ja, Junge, Alter. Ihr seid so bescheuert, dass ihr euch schon wieder die Kante gebt. Ich hasse euch. Ist das Origami? Ich wollte Boot basteln, ich weiß aber nicht ganz, wie es funktioniert. Ich warte gerade auf dem Auge, dass mir das der erklären kann. Das Konzert war eigentlich mal wieder ziemlich geil, der Club auf jeden Fall auch. Aber das ist halt wirklich Musik, die sollte man eher mit ein paar Bier genießen und nicht so wie wir. Die erste Hälfte des Konzerts war sehr zäh und anstrengend. Aber naja, ist selber schuld. Jetzt werden wir noch einkaufen, uns vielleicht noch was einverleiben und dann uns noch was einverleiben. Wie geht's dir? Die ist fast leer. Die kratzen die dann immer. Am Ende kratzen die Scheißteile so. Also das Casino besuchen wir diesmal auch nicht, weil Jackpot Boost tot und ich möchte nicht sterben. Was lernen wir daraus? Keiner macht das Spiel so. Es gibt mal wieder feinstes Junge, ich distanziere mich. Das ist immer wieder schön. Ratterig. Ratter. Zip. Oh ja. Also, Kekse. Pass auf, dass der gewascht wird. Soll ich mich trauen? Ich traue mich jetzt, oder? Dann traue ich mich auch. Es riecht ein bisschen nach Hund, aber. Eine Tomate gönne ich mir auch. Beste Leben. Na, ist sogar noch alles da. Ja, so jetzt muss kurz nachgeladen werden und dann müssen wir also das Handy. Ja, ja, ja. So, jetzt wird der Abend ganz entspannt ausklingen gelassen. Es gibt das erste Grüne, danach gibt es das zweite Grüne. Omega Lull. Der Mann gönnt sich wieder Milch. Das ist nicht so Milch, es ist schon Milch, aber. Wie heißt der Scheiß nochmal? Ich passe gerne auf euch auf, ihr Vollidioten. Da können wir morgen nochmal vorbeischauen, aber das sieht nicht so besonders aus. Ja, das war ein stabiler. Henry. Ich grüße das Geschwätz. Was immer das auch ist. Wir suchen schon eine ganze Weile jetzt ein Spätshop-Statement. Dieser Mann hat kein Internet. Ja, dieser Mann möchte kiffen, dieser Mann möchte Spätkauf, dieser Mann möchte alles und dieser Mann kriegt nichts auf die Reihe und deswegen muss ich alles ausbügeln. Aber ich bin nicht sein Kindermädchen, sondern ich bin Meister August! Scheiße. Alter. Ohne Mist, das ist selber nur ein wunderschöner Abend. Ich glaube, ich war noch nie in irgendwelchen Vlogs so geladen wie bei dieser Reise, oder? Du kannst mir dann in den Nacken wichsen. Hab ich schon gemacht. Alter, deswegen klebt das so. Ja. Die Einkehr in den Spätshop war sehr erfolgreich. Es gab eine Beefy, die werde ich mir später noch gönnen. Was haben wir denn hier Feines? Das sieht mir nach einem schönen Frühstück aus. Oh ja. Das ist eine Soße, die es bei uns nämlich nicht gibt. Und das werde ich mir jetzt massiv reinpfeifen. Ben & Jerry's, Mann! Caramel Choo Choo!
und Vitaminbad. Vielen. Wann kommen deine Vlogs? Ach, das ist ein WhatsApp-Video. Ich hab doch schon ein Video gemacht, du Sau. Ja, ja. Was? Das Kanu-Meister-Kanu-Video, Alter. Wo ich mit ihm Kanu fahren war und auf dem Megahertz-Konzert und bei diesem Gore, wo die hier mit diesem Blut rumspielen. Da ärgere ich mich immer noch, dass ich diesen verransten, drogensüchtigen Fans Aufmerksamkeit gegeben habe und Unterhaltung geliefert habe für seinen. Das war gut. Und da geht's auch mit dem McDonald's. Okay. Ja, der hat geschehen, das war gut. Aber ich möchte eine Sache mal klarstellen. Du hast gesagt, der Einkauf im Spätstand war erfolgreich, oder? Die Glocke läutet. In 5 Stunden geht das Frühstück im Hotel los und wir können uns 4 Stunden lang vom Buffet so viel nehmen, wie wir wollen. Ich werde so lange schlafen, wie ich kann. Das ist viel wichtiger. Das ist echt zu empfehlen, wirklich, Alter, was die krassesten Scheiß-Inzigaretten, die ich geraucht habe. Crystal Bars, die gibt's bei uns in Deutschland fast gar nicht. Hast du schon mal ein richtiges Blech dir gegönnt, Brudi? Die heißen doch nur Crystal Bars. Na, dann sind die nicht empfehlenswert. Ich werde zu dieser Szene genötigt. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Du wirst doch genötigt, fortzufahren mit deiner Tätigkeit. Er findet es halt nicht lecker, aber es ist jetzt. Was ist denn mit dir schon wieder schief im Kopf, Alter? Was soll Alter, ja, endlich mal einer, der gesessen hat. Was soll denn sowas schon wieder? Jetzt hab ich, guck mal, jetzt ist mein Handtuch. Ich krieg dein Handtuch, du Arschloch. Junge, lach gegen des Todes. So. Ja, ihr macht die Hölle verrückt, Alter. Wo ist jetzt der scheiß Käse da? Da unten. Nein, der Schrumpfkopf, Alter. Ja, leck, siehst du das wirklich nicht? Da, unter deinem Bein. Ach ja, gut, ist da, Entschuldigung. Nee, ja, Alter. Das ist, Ich kann nicht mehr. Käse aus der Dose. Darf ich euch mal sagen, mein neues Startup, das sind die neuen AirPods, das ist nicht die Noise-Canceling-Funktion, sondern die Gehirn-Canceling-Funktion. Ja, das ist der Prototyp und es funktioniert eindeutig. Da gibt es nicht viel zu canceln, wie man sieht. Steger. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Also ich will, dass du tanzt. Ich will, dass du strippst. Stripp für mich. Stripp für mich. Ich will nicht morgen erst in den Stripclub gehen. Ich will lieber einen Puff, deswegen strippst du jetzt bitte für mich, damit ich morgen mir keinen Stripper anschauen muss. Leck mich doch am Arsch, Alter. Habt ihr nicht mal. Du hast dich gerade selbst geleakt, ne? What? Der Mann wird sehr grumpig, wenn man ihn da gehört's hin.